Gut, das Thema Lernen wie in der Schule. Die meisten kriegen schon die Krise, wenn sie Mathematik oder Sprachen lernen hören. Ich weiß, der Tag war schon lange. Es gibt sehr viel zu sagen. Ich habe knapp 70 Minuten Zeit. Meine normalen Vorträge gehen 6 bis 8 Stunden. Das heißt, ich werde ein bisschen schneller sprechen. Ja? Für wen das zu viel ist, bitte ein bisschen schneller denken. Ja? Oder Hand heben, irgendwie nach vorne etwas werfen, dann gehe ich wieder ein bisschen runter vom Gas. Also, danke Olli für die Anmoderation. Ich bin der Ricardo, bin Zauberer und Gedächtnistrainer. So wie er gesagt hat, meine Schullaufbahn lief ein bisschen anders, war dann aber eine gewisse Zeit auch ganz normal in der Schule, habe aber auch dort gelernt, wie Dinge schneller, effizienter und anders laufen können. Und wer hat Kinder, darf ich fragen? Die kennen das wahrscheinlich alle, 300 Pokémon am Nachmittag merken, ist kein Problem. Und dann fragst du sie, was hast du gestern in Mathe gemacht? Nix, Mami. Und 3 Buchstaben einer Chemieformel ist zu viel, aber 25 Folgen einer Serie auswendig merken, ist auch kein Problem. Das heißt, das Gehirn funktioniert ja grundsätzlich. Wir müssen ihm vielleicht zeigen, wie man gewisse Informationen aufnimmt. Und wir kennen das alle im Alltag. Du schüttelst jemand die Hand und nach 5 Sekunden denken sich manche, Kacke, wie heißt der? Kennst du das alles? Ja, so eine Partie neuer Fahrschüler und du merkst die bis zum Schluss nicht. Manche merken uns ein Leben lang nicht, weil das Namensgedächtnis halt ein bisschen nachlässt. Und ich bin viel unterwegs in der Welt. Ich fahre so meine 5.000 bis 10.000 Kilometer im Monat. Bisher bis auf einen Hagelschauer, der mir die ein oder andere Delle hineingehauen hat, immer noch unfallfrei. Übrigens ist die Anja aus Niederösterreich da. War damals meine Fahrlehrerin. Nö, ist nicht da. Vielen Dank an Sie. Also ich bin jetzt 14 Jahre unfallfrei unterwegs mit knapp 1 Million Kilometer. Und ich kenne viel auf der Straße. Und dann gibt es immer das Thema, ja, wenn die zu viel am Handy sind oder multitasken am Handy, haben wir vorher schon gehört, oder? Wenn man da beim Auto zu viel gleichzeitig macht, ist das ein Problem. Und dann gibt es so Diskussionen, ja, aber die Frauen können multitasken, es können nur die Männer nicht. Dann heißt es wieder, keiner kann das. Dann heißt es wieder, ja, jeder kann das. Das lösen wir mal kurz, bevor wir in das Thema wirklich hineinsteigen. Und zwar, nehmt einmal bitte eure Hände zu Fäusten, haltet die Fäuste aneinander und seht von oben so drauf. So sieht das Gehirn aus von oben, so linke, rechte Gehirnhälfte. Und zu 98% entspricht die doppelte Faustgröße auch der reellen Hirngröße. Es ist immer lustig zum Beobachten, gerade da, wenn so Mann und Frau nebeneinander sitzen. So, ja, schaut schon gut aus. Hat man wieder so schön hier auch gesehen, wie das sofort die Vergleiche angefangen haben. Also liebe Männer, das ist das zweite Organ, wo die Größe nicht zählt. Die Frauen sind beim Lernen effizienter. Die linke und rechte Gehirnhälfte arbeitet bei der Frau besser zusammen und entwickelt sich auch schneller. Wir kennen das alle, so ein 8-jähriges Mädchen ist dem 8-jährigen Jungen meistens überlegen, weil sich die Entwicklungen von Gehirn, Hand-Augen-Koordination und Lernvermögen anders aufbaut und die Mädchen sind da schneller. Das ist normal. So, jetzt höre ich mich plötzlich anders. Hört sie mich auch anders oder ist das nicht so bei mir passiert? Ist es lauter geworden gerade? Okay, na, ich kann auch lauter reden, ist kein Problem. Also, das heißt, da gibt es Unterschiede dabei, aber beim Lernen sind es meistens die Frauen. So, die linke Gehirnhälfte, die nimmt neue Informationen auf. Und das kennen wir alle am Anfang, wenn wir so in die Fahrschule gehen. Kupplung, Bremse, Gas, Stopptafel, Blinker, Kacke. Dann haben wir ein Problem. Die kriegen überhaupt nichts gleichzeitig hin. Und ich bin, wie gesagt, jetzt 14 Tage gerade für Vorträge in der Schweiz unterwegs, bin für diesen Tag jetzt hierher gefahren. Und wenn man viel fährt, speziell wenn man dann so in der Rush-Hour in München in der Früh ist, dann sieht man Menschen so fahren. Da telefonieren sie, da tippen sie am Navi was ein, da lenken sie mit dem Knie irgendwie, ja, und da wird noch nebenbei mit dem Ellbogen irgendwo mal dumm geschalten und da wird gefrühstückt. Kennt ihr solche? Wenn man durch Städte fährt in der Früh, sieht man die. Ich sage nicht, dass das ideal ist, so zu fahren, aber irgendwie kriegen die das hin. Das heißt, mit der Zeit verlagern sich Informationen in die rechte Hirnhälfte. Und das kennt ihr ziemlich sicher, weil ihr fahrt sehr viel. Am Abend, ein bisschen müde durch die Stadt. Und dann kommst heim und denkst, wie bin ich denn heimgekommen? Waren die Ampeln wirklich grün? Kennst du das, wenn man so unterbewusst fährt? Ja? Das passiert dann mit der Zeit. Das ist ein gewisser Automatismus. Heißt nicht, dass man bitte daneben aufs Handy schauen soll oder andere Dinge macht. Das funktioniert meistens nicht. Wenn ich 2 Informationen gleichzeitig auf die linke Gehirnhälfte projiziere, habe ich ein Problem. Das kann man ganz einfach ausprobieren. Die linke Gehirnhälfte stört die rechte Körperhälfte. Nehmt einmal alle euer rechtes Bein. Und dreht, dass im Uhrzeigersinn. Rechtes Bein im Uhrzeigersinn. Ja, genau, das andere rechte. Genau, rechtes Bein im Uhrzeigersinn. Immer weitermachen, immer weitermachen. Jetzt nehmt ihr mal eure rechte Hand noch in die Luft zusätzlich und beginnt von oben 6er in die Luft zu malen. Schaut, was euer Bein macht.
So geht's dem Fahrschüler, wenn er da zwei Pedale gleichzeitig hat. Wenn ihr das, und das kann ich euch garantieren, das mal 3 Stunden macht, dann hat die rechte Hirnhälfte diesen Part übernommen und die andere Zeit ist dann bereit für diesen Part zum Beispiel oder für diesen Bewegungspart. Beide auf einmal funktionieren eben nicht. Und dann wäre es noch wichtig, wenn diese linke Gehirnhälfte Informationen bekommt, die sie jetzt neu auffassen muss, dann sollte die rechte etwas bekommen, wo sie ein Bild oder eine Emotion aufarbeiten kann dazu. Ich kann mich erinnern, mein kleinster Bruder, der hat am Anfang da auch so ein bisschen Probleme gehabt, bis der Papa ihm mal gesagt hat, du, wenn du das loslässt, ganz am Anfang, die Kupplung, dann ist das wie wenn du so in einer Menschenmenge bist, dich drückt ein gigantischer Schaß. Und du musst den so ganz vorsichtig, so stückerweise rauslassen. Ja? Und auf einmal hat es funktioniert. Die linke Hirnhälfte war bereit für das Gaspedal und die rechte hat über die Emotion und das Lustige das übernommen. Und schon hat es funktioniert. Gut. Also könnte ich ja noch ganz viele Beispiele dazu geben. Ich möchte euch dann noch zeigen in der Praxis. Ah, jetzt haben wir vergessen, das Flipchart. Darf ich irgendjemand bitten? Ah ja, da ist es ja. Super. Flipchart wäre super. Wenn es in den nächsten 10 Minuten reicht, es auch vollkommen. Wenn man irgendwann das Flipchart bringt, wäre es genial. Wir machen dann nämlich auch noch ein paar Praxisbeispiele, wie man das jetzt ändern kann, wenn wir da so ein bisschen blöde Prüfungsfragen haben. Ganz ehrlich, es sind doch immer die gleichen Fragen, wo die Probleme haben, oder? Scheitern die alle, was ist eine Stopptafel? Danke vielmals. Die meisten wahrscheinlich nicht, sondern es sind immer ja, die Anhängerfragen, manche Kreuzungsfragen, irgendwelche Formeln, die sie sich nicht merken, irgendwelche Zahlen, die sie nicht in den Kopf hineinbekommen. Wie das geht, schauen wir uns auch noch an. Aber zuerst möchte ich mir das ansehen, wie das so bei euch ist. Und zwar, wer kennt das, dass er eher manchmal ein schlechtes Gedächtnis hat? Bei Zahlen, bei Namen, bei einer Sprache. Ja, da gehen schon plötzlich die Hände mehr hoch. Wer hat ein super Gedächtnis? Hand hoch. Da haben vorher nicht alle aufgezeigt. Das heißt, da hat jetzt niemand aufgezeigt. Wer zeigt nicht auf, egal was ich frage, nur dass ich es gleich weiß. Danke, wenigstens ehrlich, ja, das finde ich toll. Und zwar, wenn man da jetzt in dieses Gedächtnis und so Sachen reingeht, dann sagt man, ja, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis, ich habe ein schlechtes Zahlengedächtnis, ich habe ein schlechtes, keine Ahnung, Sprachengedächtnis oder was auch immer. Kennt ihr solche Aussagen? Manche sagen dann auch, das liegt am Alter. Weißt du, Ricardo, ich bin schon 40, 50, 60, früher ging das noch sehr gut, aber in dem Alter geht das halt nicht mehr. Sag ich, ja, ist interessant. Das Gehirn ist keine Seife. Das wird nicht weniger, wenn man es nutzt. Sondern das wird schneller, wenn man es nutzt. Ja, so eine Festplatte am Computer, die wird langsamer, je voller sie ist. Das Gehirn wird effizienter, je mehr drinnen ist. Wieso wäre man dann langsamer? Ist doch komisch, oder? Da passt doch irgendwas nicht zusammen. Und wenn jetzt jemand sagt, er hat ein schlechtes Gedächtnis und du sagst, okay, beim Namen merken zum Beispiel geht es nicht gut. Und wenn ich ein anderes Beispiel nehme, dann geht es plötzlich schon. Ich habe das in Seniorenheimen gemacht und habe die gefragt, speziell die 85 plus, was wisst ihr noch von der Schule? Naja, weißt du, wie die Schwester heißt, die jeden Tag reinkommt und die Neue, die noch dazukommen ist? Naja, die gibt mir immer in der Früh die Tabletten und so. Und die sagen, ja, ich habe halt schon ein bisschen Alzheimer, das geht nicht mehr so gut. Und dann stelle ich eine einfache Frage und die funktioniert jedes Mal. Du, wie oft müsste ich deinen nackten Arsch durch die Brennnesseln da hinten durchschleifen, bis du dir merkst, wo die Brennnesseln wachsen? Soll ich 3-mal, 5-mal, 4-mal, 6-mal? Das sagen die mir, nein, garantiert, wenn du nächste Woche kommst, ich weiß, wie du heißt und ich weiß, wo die Brennnesseln sind. Schwöre ich dir. Das hat jedes Mal funktioniert. Das heißt, ah, da ist noch was da, das funktioniert also noch. Dann geht es vielleicht darum, wie der Input ist. Und ob ich ein Opfer aus mir mache oder ob ich sage, ah, ich habe es vielleicht nicht gemacht. Hand hoch, wer hat ein schlechtes Zahlengedächtnis? All die Menschen, die ein schlechtes Zahlengedächtnis haben, sind immer in meiner ersten Frage gescheitert. Habt ihr dieses jemals trainiert mittels einer Technik? So wenn ich sage, ich bin ein schlechter Fahrschüler, ich war noch nie in der Fahrschule. Dann ist schwierig, oder? Niemand von euch erwartet, dass er Tennis spielen kann oder Golf spielen kann, wenn er nie Tennis oder Golf trainiert. Wer wird das erwarten? Niemand. Und wir sagen aber, wir haben ein schlechtes Namensgedächtnis. Wer hat auch einen schlechten Bizeps? Schlechten Hintern, schlechte Bauchmuskeln, schlechte Waden? Oder sagt ihr da zu deinem Kumpel eher, du, ich habe einen untrainierten Bizeps. Ich habe untrainierte Wadenmuskulatur für die Reise, die wir vorhaben.
Und jetzt macht das einen Unterschied. Wenn ich sage, ich habe einen schlechten Bizeps, bin ich ein Opfer. Wenn ich zu dir sage, du, ich habe einen untrainierten Bizeps, dann sagt er, na, dann trainieren halt. Ja? Wie sie trainieren, macht er schon. Es gibt kein schlechtes Namens- und Zahlengedächtnis. Es gibt ein untrainiertes und es gibt ein trainiertes. Es gibt keinen schlechten Bizeps, es gibt einen untrainierten Bizeps, es gibt einen trainierten Bizeps. Und all jene, die mal sagen, sie können das nicht, sage ich, naja, das ist eine menschliche Kulturleistung. Namen gibt es in der Natur nicht, Zahlen gibt es in der Natur auch nicht irgendwo aufgeschrieben. Das haben wir erfunden, also müssen wir es auch trainieren. Es gibt natürlich angelegte Dinge wie Kommunikation, das heißt Laute von sich geben, anfangen zu bewegen, anfangen etwa worauf zu klettern. Das machen Kinder auch, wenn du sie vollkommen isolierst. Aber die fangen nicht an zum Klavierspielen. Die fangen auch nicht an, irgendwelchen Dingen Zahlen zu geben. Das heißt, das ist menschlich gemacht, das müssen die Menschen eine gewisse Zeit lang trainieren und ihr würdet euch wundern, was dann alles funktioniert dabei. Ja? Gut, wer dann immer noch sagt, er hat ein schlechtes Gedächtnis, erinnert euch an das Beispiel mit der Brennnessel. Es geht immer die Frage, wie kommt diese Information in deinem Gehirn richtig an? Und da gibt es ein paar Basisdinge, die man beachten muss. Lernen geht zuallererst über die Beziehungsebene. Wir kennen das alle aus der Schule, mag ich den, vertraue ich dem? Und zack, funktioniert's. Kind hat Mathelehrer, mag Mathelehrer, kapiert Mathe. Kriegt einen neuen Mathelehrer, mag den Mathelehrer nicht, kapiert Mathe nicht mehr, liegt nicht an Mathe. Das heißt, die Hauptaufgabe von einem Lehrenden ist, dass er eine Beziehung aufbaut zu jenen, die ihm zuhören sollen. Wenn er das nicht hinkriegt, wird's verdammt schwierig. Und ein Leben lang, was erzählt ihr? Für welche Situationen im Leben? Ja, weißt du, ich habe einen Lehrer gehabt, die waren alle ein bisschen ungut, aber der hat sich wirklich bemüht um mich, der hat Dinge anders gemacht. Immer um den, oder? Immer wenn einer was anders gemacht hat wie die anderen, blieb das im Gedächtnis drinnen. Das heißt, wir haben zuerst die Beziehungsebene, dann die Vorbildebene. Wenn ihr mit 180 um die Ecke kommt und dann dem Fahrschüler sagt, du bitte in der 30er-Zone ist 31 viel zu viel, dann glaubt er euch das nicht. Wenn ich jetzt hier über Gedächtnis rede, kann man diskutieren. Jetzt stellt euch vor, ich würde hier sagen, ja, der Stefan hat mich eingeladen zum Bodybuilding-Seminar mit euch. Ich sehe nicht aus wie ein Bodybuilder. Das wird mir niemand abkaufen. Und die Menschen checken sehr schnell, lebt der Mensch ungefähr das, was er einem erzählt. Und meine Fahrlehrerin damals, die hat wirklich Wert drauf gelegt, wenn man die privat gesehen hat, die hat sich an diese Dinge gehalten. Der Chef von der Fahrschule weniger. Das ist eine andere Geschichte. Gut. Aber das heißt, diese Vorbildfunktion ist das Zweite. Vier weitere Punkte, die das Gehirn braucht, um sich Dinge zu merken. Und das haben alle Eltern mit den Kindern wunderbar richtig gemacht. Und wenn ihr keine Ausbildung besucht, deswegen heißt es Ausbildung, aus mit der Bildung, ja, wie etwas geht, dann funktioniert es meistens. Das ist sehr einfach. Bildhaft, lustig, emotional und verknüpft. Das ist das, wie wir lernen. Was machen wir zu einem kleinen Kind? Schatzi, stell dir mal vor, sieh doch mal her. Hast du das schon gesehen? Schau, der schöne Regenbogen, der blühende Baum da draußen. Wir machen etwas, wo das Kind ein Bild im Kopf kreieren kann. Das können wir abspeichern. Ohne Bilder gibt es immer Probleme im Kopf. Zweitens, wir machen Dinge lustig und blöd. Ich kenne keinen, der mit einem Dreijährigen so redet wie mit einem 65-jährigen Professor. Da gibt es keinen, der zu einem Dreijährigen sagt, Schatzi, Spielplatz, wird lustig. Ich fang dich, wer ist das erste dort? Ich jag dich. Wehe, du schaffst das. Das heißt, wir bemühen uns mit dem lustig zum Reden. Schaut euch Werbungen an. Manche Werbungen sind so dämlich, dass sie wehtun im Kopf, oder? Aber sie bleiben. Manche Computerspiele, wenn ihr das zuseht, was die Kinder da spielen, das tut weh im Kopf. Aber es bleibt. Das heißt, blödes, dummes, lustiges Zeug bleibt im Kopf. Erinnert euch, wenn ihr Schulkollegen von damals trefft, worüber ihr redet. Wer hat dem Lehrer einen Streich gespielt? Wer hat sich einen Zahn ausgeschlagen? Ich habe eine Klassenkollegin gehabt, die hat einmal so niesen müssen, dass sie so nach vorne geknallt ist, dass sich die Nase gebrochen hat am Tisch. Das werden wir in 50 Jahren noch bereden. Das wissen wir alle. Das blöde Zeug bleibt da oben drinnen. Drittens, emotionalisieren. Das machen die Eltern super. Schatz, ich bin so stolz auf dich, das hast du toll gemacht. Bitte zeig doch mal Opi, was du da gemacht hast. Zeig das doch mal Papi, der freut sich immer. Viertens, wir verknüpfen es zu Dingen, die wir kennen. Da sind wir bei dem Furzbeispiel von vorher. Kind sieht etwas Neues oder Mensch sieht etwas Neues und dann sagen wir, das kennst du von, das nutzen wir bei, das hat Mami genutzt dabei, Opa liegt das dort, das ist ähnlich wie. Und schon funktionieren die Sachen. Das sind die Grundlagen. Das Problem ist, jetzt sitzt du da mit 12 Jahren das erste Mal in der Schule im Physikunterricht, siehst eine Formel und die meisten sagen das Hirn, bildhaft, nö, lustig, nö, emotional, nö, verknüpft, nö, raus. Das nennt man Bulimie lernen, reinstopfen, rauskotzen, keine Ahnung haben. Ja? Und das macht keinen Spaß. So geht es allerdings den meisten. Wenn ich ein Bild klar setze, bleibt das im Kopf drinnen. Kann man ganz einfach probieren.
Bitte merkt euch, oder macht mal die Augen zu, und stellt euch ein Bild vor von eurer eigenen Mutter. Das zweite, stellt euch ein Bild vor von Burkina Faso. Drittens, ein Bild bitte von Ollanta Tambo. Augen auf. Das erste weiß hundertprozentig noch jeder, weil das in Milliardenverknüpfungen im Hirn abgespeichert. Das erste war ein Bild von wem? Mama. Wenn ich jetzt die erste frage, was war das zweite? Ist schon weg. Auch schon weg. Da ist noch was da. Weißt du, was es ist? Ein Land in Afrika. Das heißt, die erste Verknüpfung war da. Und schon geht die Speicherrate nach oben. Nur mit Hand hoch, ohne rausschreien. Wer weiß das dritte noch? Das ist 50 Sekunden her. Ja? Gut, ist eine Region in Peru, in Südamerika, da haben wir mal 3 Jahre gelebt, ja, in der Nähe von dort, Ollanta Tambo. Das heißt, wir haben einen gehabt, der es gemerkt hat, nach 50 Sekunden. Ich habe jetzt nicht nach 5 Stunden gewartet. Versteht ihr, was ich meine? Das Hirn hat keine Verbindung gehabt. Linke Hirnhälfte nimmt die Information vom Ricardo da vorne auf und fragt die rechte Hirnhälfte, hast du was? Hast du ein Bild, hast du eine Emotion, hast du eine Verknüpfung, hast du irgendwas, was ich brauchen kann zu dem, was der gesagt hat? Und wenn die rechte sagt nein, dann sagt der linke, Problem, raus, dann kann es nicht wichtig sein. Versteht ihr, was ich meine damit? Ja? Das Bild muss da sein. Und wenn das Bild nicht hängen bleibt, wisst ihr, was man dann macht? Man verblödet das Bild. Man intensiviert das Bild. Man sagt immer, ja, dann muss man sich noch mehr Informationen merken. Ja, aber wenn man noch mehr darum herum erzählt, dann merkt man sich's besser. Das Gehirn funktioniert so. Wenn ich euch jetzt sage, du, ich war in Strandurlaub in Thailand, manche werden sich das jetzt vielleicht gemerkt haben, manche nicht. Wenn ich da jetzt 5 Minuten erzähle, du Strand, warmes, klares Wasser, kristallklar, und da war so ein weißer Sandstrand, 2 Fische, einer hat an meinem Zeh geknabbert. Das sind Zusatzinformationen. Ihr müsst euch mehr merken, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es merkt, geht nach oben. So funktioniert das Gehirn grundsätzlich. Das heißt, wenn wir ein Bild haben und es bleibt nicht hängen, dann muss ich nur dumme Dinge damit machen und schon bleibt es hängen. Das kann man ganz einfach ausprobieren. Schließt doch bitte mal wieder die Augen. Und stell dich einen Hund vor. Ob der groß, klein oder mittelgroß ist, bleibt für jeden über. Stell dich einen Hund vor. Dann geht mal näher an diesen Hund heran und berührt den. Ist der weich? Ist der struppig? Beantwortet das einfach nur für euch. Dann geht ihr noch näher an den Hund und riecht mal an dem Hund. Wie riecht der? Ein paar verziehendes Gesicht, das ist wunderbar. Dann machen wir das eindeutiger. Ihr riecht mal dort, wo man hinten aufheben kann. Ja, genau dort. Wer noch immer nichts riecht, darf kosten. Macht mal die Augen wieder auf. Wenn da jetzt ein Hund vorbeirennt, weiß ich, dass eure Gesichter so machen. Das nennt man psychologische Konditionierung. Wenn man das 5-mal hintereinander macht, bleibt das oft wochenlang. Jedes Mal, wenn man einen Hund sieht, fährt das Gesicht in irgendwelche komischen Regionen rein. Aber es war lustig, ich habe Hund erwähnt und dann habe ich das. Und wie ich Geruch nur erwähnt habe, haben ein paar von euch das Gesicht in alle Richtungen verzogen. Und wenn ihr das schafft bei jemandem, der euch zuhört und das Gesicht verzieht sich, der Körper reagiert, dann weiß ich, der arbeitet gerade, der speichert gerade. Wenn ihr die Augen zumacht, kommt euch sehr wahrscheinlich der Hund. Jetzt ist das Problem, wer hat einen Hund? Ja, das bleibt dann jetzt leider eine Zeit lang im Kopf drinnen. Ja, das schmeißt man einfach wieder raus. Wir nehmen ein stärkeres Bild. Das ist auch sehr einfach, in den Schulen sehr beliebt. Und zwar, hast du in Biologie ein bisschen aufgepasst? Also ein bisschen Basis, also Ellbogen, Schultern, Haare, das findest du, oder? Gut, nur Basiswissen, ja, nichts Schwieriges. Und zwar eine anatomische Frage, und die ist wichtig zu wissen und zum Verstehen. Weißt du, warum beim Menschen die Arschbacken so gespalten sind und nicht so? Dann stell dir mal vor dir geht jemand. Wenn das nicht hängen bleibt, so wie vorher, riechen, greifen, schmecken, fühlen, kosten, kein Problem. Ne? Ich kann euch ziemlich sicher garantieren, wir sehen uns in einem Jahr wieder, ich frage euch, wie ich heiße, was hat er da so erzählt, was war die Theorie, das werden manche wissen. Aber ich behaupte, über 90% werden das wissen. So funktioniert die Birne da oben. Ja? Ich habe das in Schulen probiert, du gehst nach 2 Jahren wieder hin, ja, du machst 20 Sekunden das, jeder weiß noch, was es ist. Ja? Und die neu sind, das spricht sich ganz schnell rum. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, mit so blödem Zeug Intelligentes in die Birne hineinzubekommen. Dann hätten wir doch einen Vorteil, oder? Die haben Spaß, du hast Spaß, sie haben sich das gemerkt, was ich will, sind wir dabei. Gut, schließt bitte nochmal die Augen. Stellt euch vor euch sitzt ein Frosch. Ein kleiner Frosch. Und der isst Mückengulasch. So Gulasch mit lauter Mücken drinnen. Können Sie sich das vorstellen? Also der macht nicht Kartoffelgulasch, das ist Mückengulasch. Und Frosch. Gut, Augen wieder auf.
Machen wir mal gemeinsam. Vor uns sitzt ein. An die Männer einfach die Lippen mitbewegt. Die Frauen sind immer ein bisschen schneller. Das ist ganz normal. Ja, also nochmal. Vor uns sitzt ein. Wunderbar. Der isst was? Mückengulasch. Gut. Bitte die Augen wieder schließen. Und dann stellt sich vor, ihr seid in eurem Auto, ihr grüßt so ein bisschen durch die Gegend, schaut rechts aus dem Fenster raus und seht dort plötzlich so einen blitzschnellen Ferrari. Aber der Ferrari fährt nur 10 km/h schnell. Der hat sogar einen Aufkleber drauf, dass er nicht schneller fahren darf wie 10 km/h. Und der hat nur 3 Reifen. Augen wieder auf. Wir fahren in unserem. Welches Auto ist daneben? Ein Ferrari, ja? Was klebt auf dem drauf? Oder wie schnell darf der nur fahren? Wunderbar, ja? Und was hat er noch Komisches? Er hat nur 3 Reifen, ja? Das sind klare Bilder im Kopf, das kann man sich vorstellen, ja? Und je blöder man so etwas gestaltet, wenn es nicht bleibt, kann man das Bild noch blöder machen, ist auch überhaupt kein Problem. Gut, macht die Augen noch einmal zu. Und zwar, jetzt stellt euch vor, ihr seid irgendwo so ein bisschen am Laufen und plötzlich geht sie mit der Geschwindigkeit runterwärts langsamer und schaut nach unten und seht am Boden so einen 10-Euro-Schein kleben. Und vor Freude stellt ihr beide Ohren auf, wie Bugs Bunny, ja, so richtig die Ohren aufgestellt, Augen wieder auf. Wir sind am Laufen, plötzlich werden wir langsamer mit der Geschwindigkeit. Was sehen wir und wo sehen wir es? Wo liegen die? Am Boden. Und was machen wir vor Freude? Wir stellen die Ohren auf. Gut. Könnt ihr euch vorstellen, ich weiß, die Zeit haben wir heute nicht, dass wenn man das 3, 4, 5 Mal wiederholt, jeder in seinem Tempo, dass man sich das halbwegs merken kann. Könnt ihr das vorstellen? Das war jetzt nicht schwierig vom Aufbau her. Und zwar, einer der Hauptthemen, ich habe auch mit so ein paar Fahrschülern geredet und ich kenne auch aus meiner Zeit, was sie sich schwer gemerkt haben, was leicht gemerkt haben, eines der Lieblingsthemen war bei denen eine Formel. Und jetzt haben wir uns ein paar verschiedene Formeln angeschaut, 1, 2 waren auch gleich für die Fahrschule schon dabei. Wir haben ja zum Beispiel einen Frosch, und der isst Mückengulasch und der Stift lässt mich im Stich. Herr Gust, ich soll meinen eigenen von oben mitnehmen. F ist MLG. Frosch isst Mückengulasch. Schwerkraftsformel. Jetzt sagt das Gehirn, aha, F ist Frosch. Wenn ich vorher nur gesagt habe, F ist mir egal. Ist kein Bild, ist nicht lustig, ist sonstiges nichts, kann das Gehirn nichts anfangen damit. Bei M und G für Mückengulasch genauso. Und die andere Formel kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Ja, ich lasse das absichtlich jetzt nochmal weg. Form ist Gleichzeichen. Da haben wir dann nämlich sowas wie, das heißt, wir haben da die Geschwindigkeit, wir haben die ja gedrosselt. Dann unten, da liegt so ein 10-Euro-Schein. Und dann haben wir vor Freude beide Ohren aufgestellt. Kennt ihr das? Kommt euch das bekannt vor irgendwo? Ich weiß nicht, die Fahrlehrer, ob die schon mal gesehen haben. Dann gibt es so eine ähnliche, die macht man fast gleich, ja? Nur dass man dann Ferrari gehabt hat, der nur 3 Reifen hat. Kommt euch auch bekannt vor, oder? Gut, für alle, was ist das? Also es gibt, kennt es irgendwer nicht? Gut, brauche ich euch nicht erklären, ja? Das heißt, ich kann mit den Kindern, ja, den Bremsweg, Anhalteweg und Sonstiges, wenn ich das so aufbaue, es ist so anders, als das bis jetzt jeder gemacht hat in ihrem Leben, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass es speichert im Hirn, immens größer. Wenn ihr dann vielleicht noch einen Trick dazu macht, im Sinne von, du, wenn das 40 km/h sind und da der Nuller, dann streicht ihr die beiden Nuller durch, dann habe ich die 4 mal 3, das kann jeder im Kopf ausrechnen. Und dann kann ich euch auch noch, ja, ich weiß, ich weiß, seit der beschriebenen Generation Spezial davor, wie ich gehört habe, sind die im Kopfrechnen nicht mehr so fit. Ich habe auch Erwachsene getroffen, also 18 ist man erwachsen, ja, also junge Erwachsene, die mit, naja, dem 1x1 so, ein bisschen auf Kriegsfuß waren. Kennt ihr die auch? Die auch noch Problem haben, sich 10% von etwas auszurechnen. Und der Fahrlehrer ist ja nicht so gemein, dass er da oben hinschreibt, du fährst 42,38 km/h, rechne bitte aus, wie lang der Bremsweg ist. Sondern das ist eh meistens eine ganz angenehme Zahl, die eh watschen einfach ist. Da gebe ich euch einen ganz kleinen Tipp dazu, und zwar, es gibt ganz andere Möglichkeiten zu rechnen. Wenn das jemand noch gar nicht kann, bringe ich es ihm schnell bei. Also ich kenne das von Volksschulen, ich habe hunderte Volksschulen besucht, ich kriege das 1x1 bei den meisten Kindern in 2 Stunden unter, wenn die noch nichts können. Ja, das geht. Ich gebe mal einen schnellen Einblick dazu, ich weiß, hat jetzt mit der Fahrschule nichts zu tun, aber einfach, dass ihr seht, wie Lernen anders funktionieren kann. Die schwierigsten Reihen sind 6, 7, 8, 9, sind wir da überein? Oder bei irgendwer, na, die 1er, 2er und 10er Reihe schaffe ich nicht.
Also immer ab 6x6 fangen die Probleme an. Wenn du die Kinder fragst, ist es meistens 7 oder 9. Das nehmen wir mal zuerst aus dem Kopf weg. Also meine lieben kleinen Kinderlein, ja, ihr seid jetzt wieder kurz 7. Übrigens als Tipp, die Du-Form geht bei den meisten Gehirnen leichter rein wie die Sie-Form. Ich weiß, es in jeder Fahrschule Regeln anders, aber rein vom Gedächtnis geht die angenehmer hinein. So, meine lieben Kinderlein, ich zeige euch den Trick für die Neunerei. Macht bitte mal so mit euren Händen. Einfach mitmachen. Womit wollt ihr 9 multiplizieren? Jetzt sagt ihr 9 mal 4. Sag ich ganz einfach, du zählst von links zum vierten Finger und den klappst du ein. 1, 2, 3, vierten Finger einklappen, nur den. Wie viele Finger stehen rechts vom eingeklappten noch? 6 Stück, oder? Und auf der anderen Seite 3, also ist das Ergebnis 36. 6 Finger da, 3 Finger da, 36. Gut, klappt es mal wieder auf, machen wir mal 9 mal 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 der Finger, 2 da, 7 da, 72. Die brauchen nicht sehr lang, bis sie das kapieren. Ja, das geht recht flott. Ihr seid ja nicht mehr Kinder, da kann man das sogar ein bisschen beschleunigen, wenn man will. Am besten draufschreiben, dann geht das gleich nochmal viel schneller. Jetzt wird es ganz kompliziert, wir machen gleich mehrere Reihen auf einmal. Haltet es einmal so. Ihr stellt euch bitte vor oder malt euch auf, mit den Kindern male ich es immer auf, ja, ihr könnt euch das aber auch sparen. Die kleinen Finger, da sind 6er drauf gemalt. Die Ringfinger sind die 7er, die Mittelfinger sind die 8er, die Zeigefinger sind die 9er, die Daumen die 10er. Geht das? 6, 7, 8, 9, 10 auf beiden Händen. Alle, die wir multiplizieren wollen mit diesen Zahlen, die geben sich einfach ein Küsschen. 8 mal 8, die 2 Achter geben sich ein Küsschen. Ist viel leichter, wenn es draufsteht, ich weiß. Jetzt haben wir ja, seht ihr, da kommt eine Barriere und oben bleiben 2 Finger über jeweils, oder? Immer was oben über bleibt, links und rechts, multiplizieren wir. Und die Zweierreihe können wir schon. Was ist denn 2 mal 2? 4. Und alle anderen Finger, mit denen wir noch nicht gerechnet haben, wie viele sind das? 6 Stück, oder? Mit den 2 haben wir gerechnet. Und alle anderen sind 6 Finger, also 60. 64. 7 mal 8, bitte. Eine Hand rutscht eins runter. Oben haben wir wie viele über? 2 mal 3, oder? Ist 6. Und wie viele Finger haben wir noch nicht benutzt zum Rechnen? 5 Stück. 56. Machen wir mal 9 mal 6, dann sind wir da durch. 9 mal 6, das ist ein kleiner Finger und ein Zeigefinger. Da haben wir oben, seht ihr? Das ist 9 mal 7, was du da hast. Das ist 9 mal 7. Das ist 9 mal 7, ja? Der kleine Finger ist der 6er. Yes, super. Genau. 1 mal 4 ist 4. Und unten haben wir wie viel über? 5. 54. 9 mal 6 ist 54. Gut. Also da kann man das denen auch nochmal notfalls schnell beibringen. Ich kann es euch garantieren, die Kinder lieben das in der Schule. Ihr könnt euch vorstellen, das geht schneller als normal, oder? Sind wir da logischerweise überein. Dann haben wir die meisten schwierigen Sachen weg. Ich frage, hey, wenn ihr noch ein Problem habt bei einer anderen Reihe, ich habe auch für die 5er-Reihe einen Trick, ich habe auch für die 4er-Reihe, ich habe auch für die 3er-Reihe, nur für die 2er-Reihe und für die 1er-Reihe nicht, aber die sind im Normalfall nicht das Problem. Gut, Frage zum Thema Formeln. Dann, was ich noch angesehen habe, ist, es gibt manchmal das Problem, das weiß ich, weil das meine bessere Hälfte auch hat, die habe ich mal gesagt, du schau mal, ob das ein Winter- oder ein Sommerreifen ist. Er ist rund. Ja, schwarz. Ich habe meine Ex-Freundin gehabt, die hat auch gefragt, du, wir müssen da ein Möbelstück einladen. Und dann sage ich, du, ja, mein Papa hat ein Auto, da geht das rein. Sag ich, ja, was ist denn für eins? Na, blaues. Sag ich, na, dann geht es aus. Ja, natürlich. Kennst du diese Bezeichnungen, wenn am Reifen irgendwas? Ich meine, ihr natürlich, logisch. Wie geht es den Kindern damit oft? Ja, wenn am Reifen irgendwo so Zeug draufsteht. Keine Ahnung, was steht denn da? So 2,15 hast du meistens. Schrägstrich 60, dann steht noch sowas wie R und 17. Sowas in die Richtung gibt's, oder? Gut. Jetzt steht für die da lauter Zeug, wo die Kinder sagen, bildhaft? Nö. Lustig? Naja. Emotional und verknüpft? Ach, naja. Jetzt gibt's verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir wieder eine Geschichte dazu ausdenken, ist kein Problem, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Sucht euch einen in der Gruppe, der zum Beispiel ein bisschen männlicher ist, ja? Das können wir ganz einfach machen. Lieber Stefan, kommst du mal kurz bitte? Ein Bild von einem Mann, der Typ. Ja. Und kannst du dich umlassen, ist ganz egal. Und jetzt stellt sich mal vor, ihr wollt den Kindern gerade das mit dem Reifen beibringen. Im Idealfall habt ihr auch noch einen im Kursraum drinnen. Ja. Und jetzt wollen wir da erklären, was das ist. Seht ihr, was das für ein breiter Kerl ist da oben? Ja. Das ist das Erste, die Breite von einem Typen. Das ist das Erste, was sich die Jungs anschauen im Sinne von, kriege ich mit dem einen Kampf hin?
Na, der ist breiter wie ich, das geht sich nicht aus. Weil schauen Sie, die Mädels sind breiter Typ, super Typ. Ja? Das heißt, das Erste ist eher sowas mit der Breite. Dann, wenn du dich von der Seite mal dorthin gibst, das ist garantiert ein 60er Oberarm im Querschnitt. Ja? Also das ist definitiv, das sieht man eindeutig, ist ein 60er Oberarm. Ja? Und wenn du dann noch wissen willst, also das Radialreifen, das ist eigentlich bei jedem gleich, oder gibt es noch die anderen, außer Motorrad? Gibt es beim Auto andere noch? Kaum eigentlich, oder? Also beim Motorrad logischerweise muss der andere sein, aber sonst nicht. Und 17, da haben wir noch die Zoll dann dabei. Ja, also du kannst dir vorstellen, das ist dann zum Beispiel der Hosenumfang oder alles, was in ihn reinpasst oder wie groß er hier noch irgendwas rumkriegt, die Badehose, wie hoch das Ding passt. Und die Jungs kennen sie mit Zoll und Reifenfelgen meistens sowieso aus, da ist es nicht das Problem. Aber ich kann euch fast schon garantieren, wenn ihr das ein bisschen, bitte ein bisschen langsamer mit den Kindern, als wie ich jetzt hier, ja, also auch das mit den Formeln ein bisschen langsamer, ich muss da nur wieder ein bisschen Tempo durchgehen, die wissen sicher noch, das war der breite 2,17er, oder was habe ich da hingeschrieben, 2,15er Typ mit dem 60er Oberarm, ja, und mit dem 17er Bund bei der Hosen drumherum. Ja, oder man könnte auch 17 was anderes sagen, aber das ist jetzt nicht jugendfrei, das wünsche ich dir, aber ja, ist was anderes. Dankeschön. Ja. Gut, soweit auch logisch für euch, was ich meine mit anders. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr das so vor den anderen macht, die rechnen ja nicht damit. Die rechnen damit, dass ihr das so macht wie in der Schule. Und alles, was anders ist als in der Schule, funktioniert im Gehirn schon mal viel besser. Nichts Schlimmeres wie, guten Morgen, liebe Kinder. Schlagt auf das Buch auf Seite 24. Heute machen wir was Tolles. Gut. Eines der nächstwichtigsten Dinge ist, wie ich es vorher schon gesagt habe, dieser Beziehungsaufbau mit jemandem. Die erste Respektsbasis von jemandem ist im Normalfall, dass der weiß, wer ich bin. Kennt ihr das, oder? Ist doch angenehm, wenn der sich zumindest an mich erinnert, dann habe ich einen Grundrespektpunkt bei dem meistens schon eingelöst. Jetzt haben wir aber das Problem, jetzt kriegen wir da 10, 20, die Fahrschulen sind ja unterschiedlich groß, sagen wir 10, 20, 30 neue Kinder, und die müssten wir uns alle merken. Und ich kenne einen Haufen Lehrer, die sagen, ich weiß am Ende vom ersten Jahr gerade noch meine neue Klasse. Wie merken wir uns das Ganze? Wie groß sind bei euch, da darf ich mal fragen, wie oft sind die Gruppen, die zu euch kommen? Es gibt ja Fahrschulen in allen Größen. Was ist so der Durchschnitt? Weiß das zufällig wer? Wie viele kommen in so einen neuen Kurs rein? Was ist der Schnitt? Ich habe keine Ahnung. 20? Kommen wir da ungefähr? 20 ungefähr wieder neu kommen, so zum Kurs, okay? 20 Namen merken. Ihr wisst nicht, ich habe das, wie gesagt, in anderen Seminaren und in anderen Bereichen gemacht. Ich habe bei Google zum Beispiel mal einen Workshop zu dem Thema gehalten und bei anderen großen Tech-Firmen. Jetzt habt ihr ein Seminar mit ein paar Teilnehmern, sagen wir mal 20. Und ihr merkt euch beim Reingehen jeden einzelnen Namen von dem. Ich kenne welche, die sprechen nach Jahren noch von dem Vortrag und sagen, der hat sich alle gemerkt. Sofort, der hat jeden mit dem Namen angesprochen, nichts mit Namenskärtchen aufstellen. Das ist einmal ein Training für euch, das ist mir vollkommen bewusst und niemand wird gezwungen dazu. Es stört auch im Alltag nicht, wenn man das kann, kann ich euch auch sagen. Ja. Und dann macht das einen großen Unterschied danach. Versteht ihr, was ich meine damit? Ja? Einfach vom Respekt, wie die dich wahrnehmen. Wenn du irgendwie rausstechen kannst aus der Menge, macht das einen großen Unterschied. Ja. Ich kann euch das im Alltag von mir zum Beispiel zeigen, wenn du irgendwo bist, du sitzt zum Beispiel am Skilift oben, du kommst mit dem ins Gespräch, denkst, der cooler Typ, wollen wir mal die Nummern austauschen, was sagen die meisten? Ich kenne nicht mal meine eigene Telefonnummer. Das Handy habe ich im Auto oder unter 50 Skijacken drunter. Und man sagt mal folgenden Satz. Ist kein Problem, sag mir deine Nummer an, ich merke es mir eh. Wie jetzt? Du merkst dir die. Ja, wenn du da unsicher bist, gibst du mir die Festnetznummer noch dazu, dann merke ich mir die auch. Ist total lustig. Mein kleiner Bruder, der hat auch mal mit mir mitgemacht, also ich habe zwei kleinere Brüder, der eine macht da hinten gerade Fotos, wir nehmen das nämlich gerade auf, weil es in Niederösterreich einige Fahrlehrer gab, die keinen Platz bekommen haben, die wollten das aber auch wissen, was heute hier passiert. Und der Jüngste, mit dem habe ich das dann auch gemacht, ihr kennt es ja von der Wirtschaft und die junge Wirtschaft kennt das, ja? Diese Treffen, wo man so Visitenkarten austauscht, so Speed-Dating im besseren Sinne. Und dann sitzen die dort alle an ihren Tischen und tauschen so Visitenkarten aus, 5, 6 Menschen meistens. Und mein Bruder habe ich das so beigebracht, sagt, du gehst einfach zu dem Tisch hin und jetzt willst du irgendwie anders sein wie die anderen, oder? Dann sagt jeder, du, ich bin Tischler, ich bin Fotograf, ich bin Lehrer, was auch immer. Sagt, grüß euch, ich bin der Elias, ich bin Gedächtnistrainer, ich hätte eine Bitte an euch, bitte haltet eure Visitenkarte jeweils ein paar Sekunden neben euren Kopf. Und dann ist er so durchgegangen, grüß dich, aha, freut mich sehr, hi Lisa, grüß dich Stefanie, ja, grüß dich Reinhard,
passt, ich hab's, ich rufe euch morgen an, schönen Tag, und ist gegangen. Und dann ist er zum nächsten Tisch gegangen. Hat 3 Tische gedauert, bis der erste Tisch schon mitgegangen ist. Ratet mal, ich meine, der hat ja am nächsten Tag wirklich alle angerufen, ratet mal, wie viele einen Termin wollten. Alle. Der hat irgendwas anders drauf wie wir. Und das möchtest du als Mensch. Wen nimmst du als Vorbild in deinem Leben? Egal ob Lehrer oder sonstiges. Der, der sein Ding durchzieht und der irgendwo anders ist wie alle anderen. Und Namen ist einer dieser Bereiche. Das heißt, wenn sich die Kinder was merken wollen, wäre es die erste Aufgabe von einem Lehrer, der sagt, okay, wie komme ich in dem seinen Kopf hinein? Und dafür muss ich Informationen von ihm in meinen Kopf hinein. Stellt sich vor, ihr seid bei der Bank, macht ein neues Konto auf, weil ihr hierher gezogen seid in die Gegend. Dann kommt es nach 3 Monaten wieder und der fragt, aha, guten Tag, sind Sie das erste Mal hier? Nein. Ja, dann brauche ich bitte die Kundennummer. Oder du kommst nach einem halben Jahr oder Vierteljahr wieder rein und sagst, grüß dich Stefan, hey, wie geht's den Kindern? Du müsstest doch bald Geburtstag haben. Ja, warte, deine Kundennummer war 3418, kein Problem. Ja, wie geht's denn sonst? Du brauchst sonst noch irgendwas. Das macht einen riesen, gigantischen Unterschied, wie du den Typen wahrnimmst. Ja? So, Namen merken ist für manche ein Problem. Der Grundfokuspunkt ist sehr einfach. Du schaust dir einen Menschen an, wenn du ihn dir merken möchtest, und versuchst, Multitasking zu vermeiden. Multitasking heißt, guten Tag, ich bin der Stefan. Was passiert gerade gleichzeitig? Name, Hand geben. Du willst ihm auch nicht den Bauchnabel fahren, oder? Das heißt, du brauchst ein bisschen Aufmerksamkeit auf der Hand. Und du willst ja nicht so einen fischtoten Handgriff geben. Ja? Du willst ihm gleichzeitig in die Augen sehen, er sagt dir auch keiner guten Tag. Auf die Zehen willst du ihm auch nicht steigen. Und so willst du ihm auch nicht die Hand geben. Und gleichzeitig spricht er den Namen auch oft noch undeutlich aus. Das ist dann kein Gedächtnisproblem, sondern ein Wahrnehmungsproblem. Was ich nicht wahrgenommen habe, kann ich mir nicht merken. Und meistens ist es ein Wahrnehmungsproblem bei den Namen. Bitte schüttelt jemanden die Hand und sagt ihm den Namen deutlich danach oder davor, vor der Hand. Nicht gleichzeitig, das funktioniert im Hirn eben nicht. Da haben wir immer Probleme damit. Und dann, wenn ihr euch den wirklich merken wollt, oder wenn es jetzt zum Beispiel so eine Übung wäre, dann suche ich mir bei jedem etwas aus, was anders ist wie bei den anderen. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel das so hernehmen und sagen, okay, der hat eine Brille auf, der hat eher große Ohren, da haben wir einen langen Bart dazu, ja? Der hat breitere Schultern wie der daneben hin, ja? Der hat eine richtig schöne Tolle, der hat bei den Haaren dabei. Ja? Also ich suche mir einen Fokuspunkt. Und das Gehirn kann was Tolles. Wenn ich etwas fokussiere, versucht es, das Gesamtbild abzuspeichern. Das ist wie bei der Fotografie. Fokuspunkt gesetzt und er versucht, den Rest dazu zu speichern. Wir kennen das, wir haben von der Schule, wir treffen jemanden 20 Jahre nicht, sehen den von der Seite und sagen, ah, der mit dem Ohr, das ist der Patrick. Und der kann sich sonst vollkommen verändert haben, der kann 50 Kilo mehr oder weniger haben, wir wissen das. Wenn wir einmal ein Detail anfokussiert haben, das kann auch eine Kette oder Ohrringe sein und der Mensch trägt die das nächste Mal gar nicht, das ist kein Problem für das Gehirn kann das trotzdem. Ihr müsst es nur einmal bewusst gemacht haben. Und dann haben wir das Thema, wenn dieser Mensch vor uns zufälligerweise heißt, die Papa, Mama, Onkel, Bruder, Schwester, Tante, Kind, dann merkt man uns eh gleich, oder? Lernst jemanden kennen, der heißt wie deine erstgeborene Tochter, das merkst du dir sofort. Weil emotionale Bindung, rechte Hirnhälfte übernimmt statt der linken und speichert das Zeug sofort ab. Das Problem ist, wenn das nicht so ist, was bei 9 von 10 Namen wahrscheinlich ist. Das heißt, hier müssen wir etwas setzen, dass die rechte Hirnhälfte arbeiten kann. Und das ist im Normalfall ein lustiges Bild. Mit den Stefan das erste Mal kennengelernt habe, wir haben uns aus der Haus gemacht, du weißt doch das Bild, was ich zu dir selbst gesetzt habe, auf der Schulter wächst der Stephansdom raus. Ja, man kann es auch auf der Breite nehmen, dann eine noch breitere Schulter mit dem Stephansdom auf der Seite, auf beiden Seiten. Ja. Und wo ist denn der Oliver hin? Ah, da hinten Oliver, ja, dem habe ich einfach 2 Oliven in die Nasenlöcher gedrückt. Und dann hat der Oliver plötzlich nur noch so gesprochen in meinem Kopf, da habe ich gewusst, dass der Oliver, weil der hat Oliven in der Nase drin. Ja, ist ganz leicht. Wenn du dir sowas zu einem Namen merkst, dann bleibt das drinnen, oder? Du musst es einmal machen. Das Schwierige ist, wenn du es sehr blöd machst und du begegnest den Menschen, fängst du manchmal innerlich an zu lachen. Aber das ist ein Luxusproblem. Ja? Ich habe zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, du, ich bin die Susanne, dann schlägt die nach Sahne. Ja, die Sahne rund um den Mund und schlägt die Sahne rum. Ja? Dann heißt die andere Sandra, der rieselt der Sand aus dem Haar raus. Dann heißt der andere Peter, der fliegt für mich weg wie der Peter Pan. Ja? Dann heißt der nächste Wolfgang, da geht ihm ein Wolf von Schulter zu Schulter durch die Gegend. Überleg dir da was und du würdest dich wundern, wie schnell du in so einem Training drin bist. Und wenn ihr wollt, können wir das auch noch gleich live probieren. Ist okay? Ich brauche Freiwillige, das ist die erste Reihe hier. Bitte mal aufstehen, alle. Kommt vor zu mir. Ja? Ein Applaus bitte für dich. Dankeschön.
So, dreht euch mal in Richtung Publikum. Also, was nehmen wir zuerst? Wir machen zuerst einmal dieses Thema mit dem Fokuspunkt. Das heißt, was nehmen wir hier als Fokuspunkt? Was fällt euch auf? Es soll ja gleich ein bisschen ein Training für euch auch sein. Ja, was fällt euch auf an ihm? Der grinst einfach mehr wie alle anderen, oder? Also ein schönes Lächeln, ja. Bei dir nehmen wir, du hast als einziger deine Brille auf, nehmen wir die Brille, nein, du auch noch, wurscht, egal, einziger Mann mit Brille. Blödes Zeug bleibt im Kopf drin. Meine Aufgabe ist, dass es in eurem Kopf bleibt, nicht, dass es sauber ist. Was nehmt ihr euch da? Was fällt euch auf bei ihm? Hat er dicke Lippen oder dünne Lippen? Hat er viele Haare oder wenig Haare? Hat er große Ohren oder kleine Ohren? Was hat er? Wenig. Das musst du mit ihm ausmachen. Ja, also, Kollege zufällig? Nein. Wird auch nichts mehr. Also wird auch nichts mehr. Das ist schwer. Goliath? Nehmen wir Goliath. Das ist, passiert mir eigentlich selten, dass ich nach oben schauen muss. Ich war 6 Jahre beim Roten Kreuz. Ich habe einmal im AKH jemanden abgeliefert, habe mich umgedreht und habe kerzengerade, und ich bin 1,90 groß, kerzengerade in einen Ausschnitt reingeschaut. Es war eine Frau, die war 2,08 Meter. Passiert mir nicht oft, dass ich gerade einen Ausschnitt reingeschaut. Mir gibt Schlimmeres. Gut, also wenn jemand eindeutig den großen Mann, den Goliath, könnt ihr euch einfach so vorstellen, das riesige Statue, was haben wir da? Was stellt sich vor? David und Goliath, gut gemacht. Also, bitte nicht, es soll nie eine Beleidigung für irgendjemand sein. Es geht nur darum, dass im Kopf drinnen bleibt, okay? Gut. Nochmal zwei, die gleiche Größe. Nein, du bist größer. Was fällt euch da auf? Zum Beispiel eine lange Nase. Nehmen wir einfach die Nase dazu. Okay? Hier. Oh, ja. Auch Kollegin? Vielleicht noch. Die Wahrscheinlichkeiten sind größer als da. Also. Gut, die Modeldame. Kannst du dich auch bitte so hinstellen? Kann man das so einmal so? Also, grandios groß. Gut, und hier? Eine eindeutig auch auffällige Brille. Ja, viel größer wie die meisten anderen Brillen. Also die fällt auf, oder? Gut, wunderbar. Was haben wir als... Das war mein Mikro. Zu viel Bewegung, nicht gut. Also, schon gut, aber nicht fürs Mikrofon. Gut. Sorry. Was haben wir hier? Der Mann mit dem schönen... Lächeln. Was hat er? Bitte lauter. Den Bart, genau. Die wenn Sie da sind, wisst ihr, wie man das nennt, wenn man keine Haare hat? Arabische Perücke. Wata Mahata. Das war Goliath und David. Wenn auch, heißt du zu... Nein, scheiße, heißt nicht so. Das wäre jetzt der Hammer gewesen. Ja? Gut, und hier haben wir die Nase, die schöne Dame und die Brille. Also ihr seht einmal, dieser Fokuspunkt funktioniert sehr gut. Ja, jetzt hätte ich ja schon schauen können, wie die heißen. Wisst ihr, warum der Mann so lächelt? Hat gerade wieder mal einen Drachen getötet. Ja, seht ihr, das ist riesige Schwert da in der Scheide drinnen. Ja? Also das ist ein Drachentöter, der Mann. Was glaubt ihr, wie der heißt? Siegfried, der Drachentöter. Ja? Bitte, ihr müsst einen Namen nehmen, der für euer Gehirn passt. Für mich passt Siegfried zu Drachentäter. Töter, Täter. Ich bin auch ein Zauberer, das heißt, Siegfried und Roy wird für mich auch gehen. Für manche vielleicht nicht, die nicht in der Zauberei drinnen sind. Ist ja praktisch, dass das jedes Mal draufsteht bei euch. Das brauche ich aber jetzt wie in allen Gruppen. Weil damals, kann ich mich erinnern, wenn ein Rollstuhl stand, das war niemand drauf. Also super. Gut, der Martin, ja, also das Martini-Glasl, ja, das sieht man da schon in die Augen drinnen, in die Glaseln drinnen. Ja, ihr könnt auch das Martini-Gansl nehmen, ganz egal. Für mich ist es der Martini mit Alkohol. Ja, sucht es euch aus. Gut. Fabian. Fabian zum Beispiel, bei mir würde ich etwas machen, das ist bei mir der Farbige. Ich komme von Farbe auf Fabian hin, oder? Muss ja nicht perfekt sein. Oft reicht nur diese Eselsbrücke. Ja? Und jetzt mache ich mir das bei mir, das ist ein ganz bunter Typ, den male ich einfach von oben bis unten an oder ich stelle mir vor, das ist ein Maler. Bei mir reicht das. Ihr könnt ja für Fabian was anderes nehmen, ich sage, das ist ein Fabelwesen, ein Einhorn zum Beispiel. Ja? Dann komme ich auch wieder hin. Dann der Erich, so heiße ich im zweiten Namen, das ist für mich ganz einfach, da habe ich mir nie was überlegen müssen, das dürft ihr jetzt machen, was fällt euch zu Erich ein? Sagt nichts Falsches, er ist eh schon vorher mit den Haaren. Ist immer ein ehrlicher Typ, ja. Wichtig, funktioniert, ist aber kein klares Bild. Was ist ehrlich? Wie sieht ein ehrlicher Mensch aus? Wie sieht ein ehrlicher Baum aus? Ist kein klares Bild, versteht ihr, was ich meine? Je klarer das Bild, desto besser, aber dadurch, dass jetzt die Ausnahme hat, funktioniert sowieso besser. Du heißt nicht zufällig Gold. Nein, das ist scheiße. Jakob gibt so viele Möglichkeiten in Österreich, wie man Jakob verbindet. Was fällt euch ein? Bitte? Jakobsweg. Jakobsweg, kennen vielleicht nicht alle, was fällt euch noch ein? Macht das ein bisschen lustiger? Oder Jakob.
Bruder Jakob, stellst dich bitte mal so hin. Wunderbar. Ja. Es ist übrigens auch, wenn ihr im Gedächtnis von jemand anderem bleiben wollt und du sagst, ich bin der Bruder Jakob, dann bleibt das. Ja, ist genau dein Wesen? Genau so schaust du aus. Ja, also. Aber ihr wollt ja auch im Gedächtnis von jemand anderem bleiben. Gebt ihm die Hilfe. Mein jüngster Bruder, der heißt Elias, der hat unterm Ellbogen ein Ass, ein Herzass, rutscht aus am Ass. Ja, also Elias, Ellbogenass, das ist leichter. Ja. Gut, wir haben einen Timo. Ja, mir wird der Timo Bolle einfallen, ich bin Tischtennisspieler. Was habt ihr zu Timo? Nein, ist ganz einfach. Denkt an Disney zum Beispiel. Timon und Pumba. Jetzt wollen wir aber nur den Timo. Ja? Das ist der Timo ohne Nase. Der Timo. Versteht ihr, was ich meine? Das kennt ihr, das Bild. Okay? Gut, wunderbar. Wir haben einen Christoph. Bitte? Christoph Walz, den werden vielleicht nicht alle kennen. Was fällt dir vielleicht mit Chris ein? Christlich. Kein klares Bild. Den Gris, genau, schon viel besser. Was noch? Christophorus Plakette, ja, wie gesagt, war lange beim Roten Kreuz, da kennt man die dann auch, ja. C3 ist gestartet, kenne ich noch gut. Du kannst auch von Gris einfach nur zum Beispiel sagen, wie Christus, da male ich ihm ein Kreuz so mittendrin rein, ja, die Nase ist die Mitte. Das reicht dann oft schon. Jetzt muss man oft überlegen, ist es eine Christiane oder eine Christina zum Beispiel beim Weiblichen, da wird es dann schwieriger, ist kein Problem. Du nimmst wieder das Christuszeichen, einmal nagelst einen Apfel oben drauf, ist die Christina. Und einmal siehst du sie nicht gut. Ist ein bisschen neblig, ist die Christine. Ja, ist ganz einfach. Gut. Modeldame heißt Eva Maria. Nur Eva oder Eva Maria? Eva Maria, gut. Schön wie die Jungfrau, oder? Die erste Dame. Hey, das ist, ich nehme nur das, was mir zugeworfen wurde. Ja? Ich bin nicht schuld. Also die erste war die Eva damals auf dem ganzen Planeten angeblich und die Maria kennen wir auch noch alle, oder? Die hat sogar Kinder gekriegt, ohne ihren Mann zu kriegen. Wunderbar, wie die das geschafft hat. Ja? Also unglaublich, gratuliere dir. Ja? Und die Janine, was fällt euch zu Ja ein, zu Jan ein oder Nin ein? Irgendwas in diese Richtung. Was kommt euch als Erste in den Kopf? Ich weiß, eine Trainingssache, am Anfang ist mir das nicht gewohnt. Dir ist was Lustiges eingefallen? Na, spuck's aus. Wie ist es gemeint? Ja, aber es ist ja die Janine, nicht Chantal. Nicht. Kennt ihr alle Chantal voll leise? Kennt ihr das? Gut, dann tut mir leid. Er war's, ich schwör's. Ihr kennt euch? Nein, aber wir haben draußen was zu klären. Okay, gut, geht nicht gar nichts an. Ja. Die WKO kommt übrigens nicht für Zähne auf. Ja. Gut, das ist der Siegfried. Warum? Und wenn ihr versucht, euch das zu merken, versucht euch die Geschichte zu merken, nicht den einzelnen Namen. Das ist fürs Gehirn nämlich viel schwieriger als die Geschichte und diesen Weg dorthin. Der ist einfacher fürs Gehirn wie das Endergebnis. Wir wissen auch auf dem Test, boah, das ist auf der Seite mit dem blauen Bild rechts unten eine Zeile vor der letzten gestanden. Kennt ihr das? Aber was dort steht, wissen wir nicht. Aber wenn wir uns erinnern, Buch, blinkt, blaue Seite, dann kommt es meistens. Aber wenn du versuchst, diesen Endpunkt zu erreichen, schaffst du es nicht. Immer diesen Weg dorthin. Das war Siegfried, der Drachentöter mit dem großen Schwert. Ja, haben wir schon zwei. Gut, der Martini mit dem, ob Gansel oder... Ihr wisst ja schon, was ihr richten könnt jetzt noch. Ja, beides, oder? Jetzt brauche ich noch den Vorteil. Einmal als Gansel und einmal das Glasl noch dazu. Super, oder? Das kriegen wir gemeinsam hin. Ist recht trug. Fabian, warum? Ja, ganz angemalt. Ja, und da? Erich, warum? Haben wir nicht genau definiert, ihr habt es einfach einen Schaß dazu erzählt, ja? Gut, das war da. Den habe ich am besten gemerkt, das passt so gut zu ihm. Nimmt das ganze Lenkrad mit um. Ja. Der Timo, das war da. Christoph, ja, eindeutig, Eva Maria und die Heulleise. Du auch noch? Ja, ich weiß. Ich muss ihm helfen. Ja, schau mal, der ist ja ganz allein da. Der hat ja keine Chance. Ihr seid zu zweit. Also, das geht sich nicht aus. Ja. Meine Herren, vielen Dank. Meine Damen, vielen Dank. Ihr dürft wieder zu euren Plätzen zurück. Ja.
Gut, das ist eine Grundübung dazu. Das Gleiche funktioniert natürlich auch noch mit den Nachnamen dazu. Das Gleiche funktioniert, wenn ich mir noch Daten zu diesem Menschen dazu merken möchte. Das heißt, Geburtsdatum, wann hat er die Fahrprüfung, was auch immer, ist kein Problem. Das würde nur den Zeitrahmen ein ganz klein wenig sprengen heute. Und es ist ganz einfach, ihr könnt bei mir auf die YouTube-Seite gehen, da gebt ihr Namen merken bei mir ein und da habt ihr eine Übung dazu, die macht ihr mal dreimal. Und dann jeden Tag 5 Minuten Übung, nach einem Monat werdet ihr merken, wow, ich habe ein richtig geiles Namensgedächtnis. Aber ihr müsst das 2 bis 6 Wochen durchhalten. Wer das nicht macht und nach 3 Tagen sagt, das funktioniert nicht, das sind die gleichen Genies, die melden sich am 2. Jänner alle im Fitnessstudio an, sind am 10. Jänner das letzte Mal dort und dann sagen, Sport habe ich probiert, mit mir funktioniert das nicht. Kennt ihr die? Der Körper braucht ein bisschen, bis er sich an etwas adaptiert und dann sagt, ah, so will der das von mir. Ist ja interessant. Ja? Also gebt dem Körper diese Zeit. Was zu den Namen dazugehört, ist auch, ihr habt es in der Fahrschule, die Kinder müssen sich relativ viele Zahlen merken, ihr müsst euch in eurem Leben auch sehr viele Zahlen merken. Das heißt, zu den Zahlen, das geht oft noch, wenn wir machen so, ja, 1 bis 10, das macht das Gehirn oft auch noch mit den Händen. Kinder, die dann sagen, ich bin so viel alt, kennt ihr das? Ja, weil die das bildhaft wollen im Gehirn. Und spätestens ab der Zahl 21 haben wir ein Problem, weil dann ist es mit den Fingern und mit den Zehern aus. Und dann sagen die, ja, urviel. Was sind 87? Urviel. Die haben diese Vorstellung oft nicht. Ja, vor allem in jungen Jahren. Im Alter bessert sich das ein bisschen. Aber auch die meisten Erwachsenen haben Probleme damit, sich Zahlen zu merken, weil dieses linke, rechte Gehirnhälfte mit Zahlen oft nicht gut arbeitet. Das kann man relativ einfach ändern. Davor aber würde ich euch bitten, nochmal die Augen zu schließen. Stellt euch vor euch stehen die 7 Zwerge. Und die steigen ein in 2 Autos, logisch, in 1 passen es nicht rein, also 7 Stück, also ein großes Auto, in 2 Autos und rasen damit voll gegen einen Baum. Dort sehen sie plötzlich einen Schwan, der 2 Katzen auf den Flügeln transportiert. Augen auf. Vor uns steht wer? 7 Zwerge. Was machen die? Steigen ein in 2, fahren gegen einen, sehen plötzlich was? Schwan, was hat der auf den Flügeln? Könnt ihr euch wieder vorstellen, wenn man das 5-mal langsam durchgeht, dass das halbwegs im Kopf drinnen bleibt, oder? Wunderbar. Jetzt schauen wir uns mal die ersten paar Ziffern an zum Thema Zahlen merken. Jetzt wollte ich schon den blauen nehmen, aber der funktioniert ja nicht. Und zwar, die sind sehr einfach. 0 ist das Ei, könnt ihr euch das vorstellen? Das Nuller ist wie ein Ei, oder? Das geht im Kopf. 1 ist ein Baum, ist ein fetter Baumstamm. Okay? 2 ist der Schwan, weil der Kopf schaut ja auch so aus wie ein 2er. 3 ist für euch leicht, ist die Ampel. Warum brauche ich, glaube ich, nicht erklären, oder hier? In der Schule muss ich das manchmal. 4 ist ein Auto, hat nämlich 4 Reifen. 5 ist die Hand, die hat 5 Finger. 6 ist ein Würfel, der hat 6 Seiten. 7 sind die 7, haben wir schon gehört. Zwerge, wunderbar. 8 ist der Schneemann, die 2 Kugeln schauen aus wie 8er. Und 9 ist die Katze, man sagt, die hat nur ein Leben, oder wenn man den Schwanz von der eindreht, sieht das aus wie eine 9. Probieren wir es mal. 0, 1, 2, 3, 4, ein bisschen lauter für die Spiegelneuronen ist das wichtig, 5, die Hand, 6 der, 7, 8, 9, 2, 0, 1, 9, 7, 6. Wunderbar. Und wenn wir jetzt vorher 7 Zwerge haben, die in 2 Autos einsteigen, gegen einen Baumrasen, einen Schwan sehen, der 2 Katzen transportiert, dann haben wir die Telefonnummer von meiner Mama ohne Vorwahl. Ich habe das in den Schulen eine Zeit lang mit Vorwahl gemacht. Die Kinder sind sehr kreativ. Die Mama ist angerufen worden in der Geschäftszeit. Die Mama hat einen kleinen Gewandshop. Du, bist du wirklich die Mama von Ricardo? Nach den ersten paar Dutzend Anrufen hat sie mich gebeten, du Junge, in der Öffentlichkeit lass die Vornummer weg, dann geht das alles viel einfacher. Machen wir das Spielchen mal umgekehrt. Ich kann es leider nicht noch größer schreiben. Ich hoffe, man sieht das hinten halbwegs.
auf einem sitzt ne und ich kann auch einen Zwerg nehmen, das kriegt das Gehirn dann schon mit der 7 hin. Die essen zwei Bäume. Dazu gibt's Spiegel. Dann kommt ein Schwan und der fährt mit deinem Auto weg. So, jetzt kann ich das Ganze auch noch vielfältiger machen, weil alles, was zu einer Zahl dazugehört, passt für mein Gehirn auch. Welche Zahl wäre wohl Birke? Da eins ist auch ein Baum, oder? Was wäre Mercedes? 4 ist auch ein Auto. Tiger? 9, Kätzchen, großes Kätzchen. Nicht anlegen. Was wäre Schirkan? 9. Auch 9, kennt doch jeder, oder? Dschungelbuch, wunderbar. Das heißt, ich kann da variieren. Ich kann sagen, auf einer Eiche sitzt Schirkan der Tiger, versucht gerade Schneewittchen zu fressen. Die kommt gerade noch weg, dann reißt er vor Wut zwei Bäume aus und dann mit den beiden Bäumen erschlägt er ein Ei, aus dem Ei schlüpft ein Schwan und der fährt mit einem Auto weg. Ich kann das kreativ machen. Die Kreativität kommt auch noch zusätzlich noch dazu. Ich würde euch empfehlen, dass ihr die ersten paar Zahlen, also 0 bis 9 zumindest, könnt. Das heißt, wenn das Kind sich eine Zahl nicht merken kann, versucht das mal mit so einer Geschichte aufzubauen. Es ist für das Gehirn immens einfacher, wie wenn ihr einfach die Zahlen nur aufschreibt oder 5-mal wiederholen lasst. Und die paar Zahlenbilder, ganz ehrlich, die haben die Kinder in ein paar wenigen Minuten drauf. Da geht euch von eurer sonstigen Zeit nicht viel weg und ihr spart sich fürs ganze restliche viel. Wenn ihr das für euch richtig angehen wollt oder das für eure Kinder in der Schule braucht oder bei euch im Alltag, gleiches, Homepage, gebt einfach mal meinen Namen ein in YouTube, dann werdet ihr mich finden. Und eines meiner letzten Videos, da habe ich nämlich ein Update dazu gegeben, ist Zahlen merken. Da habt ihr alle bis 4-stellig, wer das will. Bis 10.000. Das klingt jetzt kompliziert, das hat man ganz schnell drauf. Es gibt nämlich ein genaues Muster dazu. Einfach anschauen, ist kostenlos im Internet, kann sich jeder durcharbeiten, wie er das möchte. Aber das ist zum Thema Zahlen. Gut, Frage zu Namen oder Zahlen. Also entweder habe ich euch niedergesprochen oder es traut sich keiner. Ich schaue schon noch sehr gefährlich aus, ich weiß. Gut, die restliche Zeit. Ich weiß, ich könnte jetzt noch x Beispiele erzählen zu verschiedensten Bereichen, im Namen merken oder im Zahlen merken oder wie merke ich mir allgemein Dinge. Was sind noch so Themen, die schwierig sind, wenn wir jetzt in der Fahrschule sind, was sich die Kinder nicht merken? Genau zu dem Punkt würde ich mich, wenn ihr das wollt, das ist jetzt ein Live-Angebot, das weder mit Stefan noch mit sonst jemandem durchgesprochen, dass man vielleicht eine Arbeitsgruppe bildet und sich überlegt, wie können wir die schwierigen Dinge in der Theorieprüfung für die Kinder in Zukunft vereinfachen. Ich wäre gerne dazu bereit, ja? Setze mich gerne mit euch hin, wir können es über Zoom machen, vielleicht findet man das irgendwo regional, dass wir dann allen vielleicht zur Verfügung stellen können, weil aus meinem Wissen sind es immer die gleichen 40, 50 Fragen, wo es die aufschmeißt bei der Theorieprüfung, oder? Sind das immer komplett andere? Also meines Wissens nach und von den Menschen, die ich gefragt habe, sind immer die gleichen. Und da wäre doch die Idee, dass wir das Ganze umarbeiten. So, jetzt meine Frage, das weiß ich gar nicht, wie lange habe ich noch Zeit? 10 Minuten. 10 Minuten. Ja, meine Zeit vergeht immer so schnell, wenn der Stefan am Anfang so lange redet, das tut mir echt leid. Gut, gibt es noch eine Frage dazu, sonst würde ich euch eine Übung zeigen, wie man mit Bewegung auch noch was lernen kann. Keine Frage, Bewegungsübung, bitte alle aufstehen, ihr habt das selber so gewollt. Dann noch was ganz kurz, ja, ihr könnt jetzt gleich stehen, könnt euch ein bisschen rumbewegen. Vorher habe ich noch gesagt, ja, manche haben gesagt, ich bin schon so alt, ich kann mir Dinge nicht mehr merken, sage ich, liegt nicht am Alter. Wer sagt, ich habe schon ein gewisses Alter, ich merke mir Dinge nicht mehr so gut wie früher, Hand hoch. Wer von denen sagt, aber früher ging es besser? Als 7-Jähriger zum Beispiel. Bei dir auch schon? Wie alt bist du? 40. 40? Pff. Ja, aber früher ging es besser, das sagen immer alle, oder? Und jetzt beobachten wir mal so ein 5-jähriges Kind, wie das lernt. Bitte macht das wirklich mal. Beobachtet kleine Kinder, wie die lernen. Beobachtet Erwachsene, wie sie versuchen, einem kleinen Kind was beizubringen. Und dann, wie sie das mit einem anderen Erwachsenen machen. Und da wird man merken, da ist alles anders. Macht das wieder so wie mit dem Kind und ihr werdet euch, egal in welchem Alter, die Dinge wieder so merken, wie als wärt ihr ein Kind. Dann gibt es auch manche, ja, ich sag, früher war ich beweglicher und dehnbarer und sportlicher. Haben wir mal eine Gruppe gemacht mit Erwachsenen, woran das liegen könnte. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, okay? Ist jetzt bitte nicht böse gemeint. Die meisten in der Früh, oh, ist ein Bett raus. 10 putzen, Kaffee rein, Auto, Arbeit.
bei euch dort wieder ins Auto. Ja? Das heißt, der Besenstiel ist so tief hinten drinnen, bis er beim Gähnen wieder rausschaut. Dann fährt man wieder heim mit dem gleichen Auto und setzt sich vor die Glotze und geht wieder schlafen. Möglichst so. Ja? Und dann sagen sie, ja, es liegt an meinem Alter, dass ich mich nicht mehr so gut bewegen kann wie früher. Macht mal folgendes Workout. Dagegen ist jeder Sportplan ein Dreck. Ja, und gesagt, wir haben eine Gruppe, wir können euch reinladen, sonst machen wir eine eigene Fahrschulbewegungsgruppe. Wenn ihr kleine Kinder habt, im Idealfall sind die zwischen 2 und 5, habt ihr die Aufgabe, euch mit denen mitzubewegen. Wenn der auf allen Vieren in die Küche robbt, dann robbt ihr auf allen Vieren hinten nach. Wenn der verkehrt die Stiegen hochspringt, springt der verkehrt die Stiegen hoch. Wenn der mit dem Arsch voran auf die Couch springt, macht ihr das nach. Wenn der auf einem Bein in die Küche hüpft, macht ihr das nach. Ich kann euch garantieren, was da rauskommt, das, was mir geschrieben haben. Ich habe so Muskelkater, Ricardo. Ich kann mich fast nicht mehr bewegen. Und dann kommt man drauf und analysiert diese Kinder, wie die sich bewegen. Die sprechen täglich fast jeden Muskel mindestens einmal an und machen fast jede Grunddehnübung für jeden Muskel einmal täglich. Lernen wir von den Kindern. Wie heißt es so schön? Werdet von den Kindern. Großes Buch, das die meisten kennen. Ja? Kann man viel davon machen. Gut, zurück zur Übung, sonst geht mir die Zeit aus. Bitte berührt mit mir mit. Eins ist euer Fuß, ob links oder rechts, ist egal. Eins der Fuß. Zwei das Knie. Drei die Oberschenkel. Vier die vier Buchstaben der Popo, die eigenen, bitte. Ja? Fünf die Hüfte, fünfter Punkt. Sechs die Brust. Sieben die Schultern. Schaut auf eine von euren Schultern. Sagt Hallo zu den 7 Zwergen, die da sitzen. Ich will das hören. 8 ist der Hals. 9 das Gesicht. Und 10 die Haare, wenn welche da sind. Bitte nochmal mitsprechen und auch mit berühren. 1 war Fuß. 2 Knie. 3 Oberschenkel. 4 Wer an die Hüfte gegriffen hat, haut sich 4-mal auf den Arsch selber drauf, damit er sich merkt, wo der 4. Punkt ist. Gut. 5 war Hüfte, 6, Brust, 7. Wenn mir auf den Hals gezeigt hat, stell dich vor, die 7 Zwerge würden in eurem Hals sitzen. Versucht mal zu atmen. Die sitzen natürlich auf der Schulter. Wo sollen sie sonst hin? 8 der Hals, 9 war Gesicht, 10 die. Gut, durcheinander. 2 und bitte mit berühren. 2, gut, 9. Gesicht. 1, 10, 7. 1. So lernen wir Schuchbladeln. Ja? 3. Oberschenkel. 5. Die Hüfte. 4. Wo haben wir draufgehaut? Ja, super. Immer an die Brücke denken dazu. 6. Brust. 9. Gut. Alle setzen sich auf die 4. Sehr schön. Wenn ich ein Fahrschüler in Zukunft auf die Nerven geht, kannst du sagen, weißt du was? Du gehst mir echt auf die 4. Das kann man freundlich sagen, oder? Ah, du 4, du. Was hast du gesagt? Ah, nichts, nichts. Kann man ganz freundlich machen, das ist schön im Leben. Gut. Darf ich 2-3 Minuten überziehen? Dann kriegen wir die Übung und ja, es wird euch auch nicht langweilig dabei. Wunderbar. So, ich habe mein Stiftchen geschmissen. Da. Einfach mitmachen. Der Timer ist es genau jetzt 28. Gut, was war der erste Punkt auf dieser Liste? Fuß. Und dann stellt euch vor, wir nehmen einen Sack voller Nüsse und stopfen den da unten rein. Weniger bewegen, Ricardo. Wir nehmen einen Sack voller Nüsse und stopfen den in unseren Schuh rein. Und jetzt sprecht mal bitte nach, aus Nüsse und eng wird das Wort Nüng. Bitte mitsprechen. Nüng. Noch einmal. Nüng. Noch einmal. Nüng. Noch einmal. Nüng. Zweimal noch. Nüng. Wunderbar. Auf meiner Kniescheibe dreht sich eine Musik-CD. Können Sie sich das vorstellen? CD-Player auf meinem Knie, da drehen sich die Musiksongs ab. Okay? 2 ist Song, wie die Musiksongs, die da spielen. Nochmal, 2 ist Song. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Noch einmal. Einmal noch. Wunderbar. In meiner Oberschenkeltasche habe ich drin die Tomatensamen, so Samen zum Ausstreuen, irgendwelche Samen, die ich durch die Gegend schmeiße. Die ersten 3 Buchstaben von Samen, bitte. Sam. Und jetzt, noch einmal. Zweimal noch. Noch einmal. Alle 3. Nüng, Song, Sam. Noch einmal. Noch einmal. So, unsere Modeldame, bitte kurz aufstehen. Es tut mir furchtbar leid. Einfach nur aufstehen. Ja? Alle schauen ihr bitte kurz auf die 4. Deswegen habe ich mich im Vorhinein schon entschuldigt. Frage an euch, darfst du dich wieder hinsetzen? Ja? War das eine Er oder eine Sie?
eine Sie. Deswegen heißt der vierte Punkt dahinter Sie. Was heißt vier? Und ich als fremder Mann oder er als fremder Mann daneben hau dir hinten eine drauf, was würde sie sagen? Hey! So wie du Blödmann, oder? Fünf heißt hey! Was heißt fünf? Bitte hoch aussprechen. Hey! Ja? Vier war? Sie, fünf, vier, fünf, vier, fünf. Auf meiner Brust, da hockt eine Katze. Die liegt nicht, die hockt da so drauf an meiner Brust. Sechs ist hock. Nochmal, nochmal, noch einmal, noch einmal. Da sitzen die sieben Zwerge in einem Düsenjet, starten weg, Jet. Nochmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ich habe mich schlecht rasiert. Was heißt denn schlecht auf Englisch? Bad, ach, das ist bad, weil ich habe mich hier schlecht rasiert. Noch einmal, noch einmal, noch einmal, einmal noch. Im Gesicht habe ich einen Gaumen, die ersten drei Buchstaben davon bitte. Gau, nochmal, noch einmal, noch einmal. Und am Kopf ein Nudelsieb, so wie die Kinder manchmal damit spielen. Zehn ist Sieb, so wie das Nudelsieb. So, Sieb am Kopf, zehn ist Sieb. Noch einmal, noch einmal. Noch einmal. Und jetzt alle verkehrt. Zehn. Bad. Hock. Hoch. Hey. Sam. Song. Und? Nün, richtig rum. Gut, das waren einmal die ersten 10 auf Thailändisch. Konzentriert bleiben, die machen das zum Glück richtig. Die deutschsprachigen Völker drehen die Zahlen immer nochmal um, das ist ein bisschen kompliziert. Ja? Die Engländer machen 25, 26, 27, das ist viel angenehmer für sie. Das heißt nämlich 25, 26, 27. Wir müssen es immer nochmal drehen, das ist ein bisschen unangenehm. Das heißt 13, bei denen heißt 10 und 3. Sieb, Sam. Klingt logisch, oder? 10 und 3, was ist dann 17? Sieb, Jet. 19? Siebgau, oh, Herr Goliath kann das, also immer Entschuldigung. Wenn man das jetzt höher macht, dann muss man einfach nur das Ganze nochmal umdrehen. 50, 60, 70 sprechen die wie wir aus. Das heißt, 60 heißt 6 mal die 10. Ist dann Hock, Sieb, 6 mal die 10. 60, 70 ist dann 90, 92 hängen die 2 noch dran. Gau, Sieb, Song. 99, Gausib Gau. 100 ist Leu wie der Leuchtturm. Was ist dann 700? Jetloy. 200? 900? 970? Gesundheit. Ist fast, das heißt auf, 8, auf Japanisch heißt es 8. Da bist du mit deinem Hachi fast richtig. Ja? Können wir dann nachher uns anschauen. So, 970, wer war da? Gauleutschitzip, super, Wahnsinn, unglaublich. 1000 ist Pan wie der Peter Pan, den kennen auch noch alle. Was ist dann 3000? Sampan, 9000? 9500? Gaupan Heloi. Jakob Schrägstrich Goliath, bitte 9.999. Jetzt kommt die Nervosität, alles gut, schau euch hin. Fast, du hast Laue und Bahn vertauscht. Nochmal, das ist 1.000. Applaus. Was glaubst du, wie lange hast du gebraucht? 5 Minuten 13 Sekunden bis jetzt. Es geht noch, oder? Vor allem, wenn man das noch nie trainiert hat. Was wäre, wenn ich dich das drei Monate trainieren lasse und du nicht mehr nachdenken musst, wo die Zahlen sind? Geht schneller? Was wäre, wenn du das die ganzen ersten 4 Jahre Volksschule solche Übungen gemacht hättest? Ich kann da garantieren, es gibt Kinder, die machen das in einer neuen Sprache in 2 Minuten und machen sich die Bilder auch noch selber. Das ist der Wahnsinn. Lustigste Zahl in der Sprache ist übrigens 5555. Ist dann, hey, Panhelo, hey, hey. Wenn wir vorher ins Japanische gegangen sind, das ist auch ganz einfach. Stell dir mal vor, aus deinem Arsch fahren 2 Paar Ski raus. Vier heißt Ski. Da am Gürtel, da fahrt ein Go-Kart. Go.
Ja, jetzt muss man unterscheiden. Ich weiß, Nordjapan, Südjapan. Es geht also im Thailändischen, gibt es Nordjapan, Nordthailand und Südthailand. Das ist ein bisschen anders. Aber schaut euch mal Österreich ein. Eins, eins, eins. Ja, versteht man. Ist wurscht. Gut, also der Vater ist Gokart, Go. Da hinten die Skira aus vier. Da sitzt eine rosane Kuh. Roku. Nochmal, was ist sechs? Roku. Rosane Kuh. Da sitzen schon wieder die sieben Zwerge, die sagen zum Jakob, ne, 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 ne. Da oben fährt die Chu, Chu, Ban, Chu. Was ist dann 17? Chu, na, na, 70. Na, na, Chu, 77. Na, na, Chu, na, na. Und jetzt will ich 40. Dann brauche ich zuerst den 4er und dann den 10er. Ist dann Shi, Chu. Das ist eine Möglichkeit, über diese Körperliste zum Beispiel anderen etwas beizubringen. Das heißt, wenn ihr in der Fahrschule seid und ihr habt 10 Punkte, die für die Kinder schwierig sind, versucht die mit denen mal auf so eine Körperliste zu legen. Ich bin gern bereit, dass wir alle schwierigen, ich helfe euch da gerne, auch die richtigen Bilder zu finden. Ja. Wir haben uns jetzt ein bisschen Formeln, ein bisschen Namen, ein bisschen Zahlen angeschaut. Plus der wichtigste Punkt, diese Vorbildebene, wenn die euch vertrauen, wenn die euch mögen, wenn ihr merkt, ihr seid anders wie die anderen und wenn ihr nur ein Beispiel pro Woche anders macht, seid ihr ganz anders im Gedächtnis von denen. Das war jetzt recht viel. Ihr habt einen langen Tag gehabt, die meisten grinsen immer noch. Übrigens, was isst denn der Frosch? Was frisst der? Mückengulch, doch logisch, oder? Wie viel Reifen hat der Ferrari? So komisch. Wie schnell darf der nur fahren? Hättet ihr, wie dieses dumme Zeug da oben reingeht? Ja? Obwohl ihr das noch nie trainiert habt. Und jetzt wundert euch mal, wenn ihr das mal eine Zeit lang trainiert. Es sind unendliche Möglichkeiten dazu da, wenn ihr dazu was braucht. Wie gesagt, einfach den Namen einmal eingeben auf YouTube. Es gibt ganz, ganz vielen kostenlosen Inhalt. Ich glaube, ich habe 300 Videos zu diesen Themen. Viel Spaß beim Durcharbeiten. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft irgendwie hinkriegen, dass die mehr Spaß haben dabei. Damit habt ihr mehr Spaß. Das ist ja auf Gegenseitigkeit, oder wenn die Schüler euch alle so anschauen und denken, aha, wann ist denn endlich die Stunde aus, wann hat er endlich die letzte Folie umblättert, macht euch ja auch keinen Spaß. Wenn ich hier bin und ich merke, ihr lacht mich an, ja, und er gackert sich kaputt, sie überlegt sich schon, wie sie ihn nachher zusammenschlägt, ja, dann ist da ein bisschen Bewegung drinnen, das bleibt besser im Kopf. Lernen kann, darf und soll Spaß machen, Dankeschön. Ricardo Riffe, Dankeschön. Und nächstes Jahr wollen wir dich ein bisschen zaubern sehen. Ja, das Problem ist, wir müssen es trennen. Wenn man Zaubershow macht und dann danach versucht, etwas zu erklären, interessiert es keinen. Es ist leider so, aber gerne. Du hast es einfach neugierig gemacht, das wollte ich damit sagen. Großartig, Dankeschön. Gut. Glaube ich, den Stein ins Rollen gebracht. Schön. Wir alle sind dabei, damit weiterzuarbeiten. Dankeschön, Ricardo Leppe. Ich darf